Hi, unsere Gruppe heißt Foodwash und ich erkläre euch, worum es geht, indem ich euch ein Beispiel gebe. Es geht halt darum, dass, stellt euch mal vor, ihr seid so gerade richtig gemütlich im Bett, ja? So, guckt gerade so Netflix, so spielt so ein richtig cooles Spiel. Und plötzlich habt ihr so richtig Bock auf Mate, ja? So richtig Bock. Beispielsweise, ich habe jetzt richtig Bock auf Mate und wäre es nicht irgendwie cool, wenn ich auf irgendeine Plattform gehen könnte, um einen Unbekannten zu fragen, dass er mir eine Mate bis zur Haustür bringt? Ja. Wir haben die Lösung. Als Lösung für dieses Problem haben wir unsere Web-App oder unsere App. Man geht auf unsere Plattform und loggt sich ein. Dort kann man dann einen Auftrag aufgeben. Dann wird alles kontrolliert. Danach wird der Auftrag für alle Benutzer in deinem Bezirk veröffentlicht. Darauf kann der Auftrag angenommen werden. Derjenige, der den Auftrag angenommen hat, kann das Produkt kaufen und liefern. Ja, kommen wir zum Frontend. Also das Frontend habe ich mit dem Material UI Kit Pro gemacht. Das ist so eine Mischung aus Bootstrap 4 und dem Material Design. Also ist ganz schlicht gehalten. Also man meldet sich jetzt erstmal hier an. Dann kommt man auf eine Seite mit einer Karte. Auf dieser Karte sind dann eigentlich Marker. Technische Probleme. Ja genau, da sind dann so Marker, die zeigen den Standort der Kunden an, also die etwas wollen. Da kann man draufklicken, dann sieht man, welche Ware man haben will. Und dann kann man auf das Profil, guck mal hier die Karline, die möchte gerne Club Mate haben. Als Totalpreis bezahlt sie 12,95 Euro, vielleicht ein bisschen viel, aber naja, immerhin. Und dann kann man den Auftrag annehmen. Wenn man draufklickt, dann kommt man ein Zeitfenster, in dem man das ausfüllen muss. Ausführen muss. Okay. Also, ich zeige jetzt die App für Android. Hier sehen wir erstmal unseren Prototypen. Hier haben wir halt die Karte, wo die Marker sind. Und da drüben ist das Profil von einem selbst. Und hier ist halt die Startseite. Und so haben wir es dann im Endeffekt umgesetzt. Hier sehen wir zum Beispiel die Karte, wo halt die Marker sind. Halt, wo ein Kunde etwas haben will. Außerdem können wir hier im Menü zwischen den drei Punkten auswählen und da hinten haben wir ein Beispiel für das Profil und ja. Ja, alle unsere Daten werden in unserem Backend verwaltet. Unser Backend besteht aus einer Datenbank und einer sogenannten Node REST API. Das heißt, in der Datenbank liegen alle Daten über unsere Kunden, über die Artikel und wohin das Ganze geliefert werden soll. Und die REST API hat den Vorteil, darüber wird quasi die Datenbank gelesen, geschrieben, Daten gelöscht, Daten erweitert. Und dadurch, dass wir zwei Plattformen haben, die Smartphone-Plattform und diese Webbrowser-Plattform, ist es optimal, diese Lösung, weil somit können wir auf beliebig vielen Plattformen skalieren, weil diese Schnittstelle einfach universal ist. So haben wir das gelöst. Genau, für die Zukunft haben wir uns überlegt, man müsste noch ein bisschen Sicherheit einbauen, weil momentan ist da noch gar nichts in die Richtung gemacht. Das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den wir noch angehen müssen. Außerdem würden wir gerne eine Art Community integrieren. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand besonders freundlich war, als er was geliefert hat oder wenn er jetzt jemand noch Trinkgeld gegeben hat, dann würden wir gerne den Leuten die Möglichkeit geben, das rückzumelden, positiv rückzumelden oder auch negativ rückzumelden, wenn jemand irgendwie ganz viel Verspätung hatte und dann super unfreundlich war. Außerdem würden wir gerne noch die Benutzerprofile synchronisieren, weil momentan ist das leider nur auf der App oder im Webbrowser. Das sollte halt eigentlich synchron sein. Und das Letzte ist, wir würden gerne noch das Design auch ein bisschen einheitlicher gestalten und vielleicht auch noch ein bisschen weiterentwickeln. Aber im Wesentlichen war das unser Projekt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.